Hello, how'd you do? I'm not broken, I'm just split in two. Hope you're fine, ain't got time to do everything. Hallo ihr Sepplinge, herzlich willkommen zu einer neuen Postfolge. Oh, ich schaue Dream persönlich gerade süß in die Kamera. Ah, ist das cute. Ich mag die Mustangs, ich finde sie so toll. Ja, in der Postfolge werden wir wahrscheinlich großteils nur den Hals bestaunen können, da die Mustangs unheimlich verfressen sind und sie hier sogar die einzelnen Gräser und das Moos zwischen dem Kopfsteinpflaster in Fort Pinter rauszupft. Ja, du bist gemeint. Oh je. Heute ein ganz besonderer Mittwoch, denn wenn die Server nachher wieder online kommen, wird nichts mehr so sein, wie es einmal war. Wir bekommen unsere neuen großen Heimatstelle. Yay! Mit 12 Boxen. Nicht mehr 10, 12 Boxen und auf 18 Boxen erweiterbar. Und. Ach, ich bin so unheimlich gespannt darauf, sie zu erkunden. Ich denke, ich werde auch heute noch ein Video bringen, wo ich mir die Stelle mal anschaue. Schon meinen ersten Überblick und wir mal einen Blick darauf werfen, wie teuer ist das Ausbauen der Boxen und diese ganzen Sachen halt. Ich denke, da wird nachher noch was kommen, was Kurzes. Und natürlich auch noch die News, die dürfen nicht fehlen. Auch wenn wir eigentlich die großen News heute schon kennen, aber trotzdem mache ich dazu noch ein Video. So, genug Palaberababer. Ich mache den Anfang mit dem ersten Brief von der Moa Moonwall. Ui, viel hat sie geschrieben. Die Moa schreibt, Hallo Kadi, ich freue mich auf jedes deiner Videos. Ich wollte einfach mal Danke für alles sagen, für das Lächeln und für alles. Ich denke mal für alles. Ich wollte dich mal was fragen. Sorry, ich war gerade... Das musste ich wieder erstmal sacken lassen. Ihr müsst euch dafür nicht bedanken. Wir machen das gerne, sowohl Fabi als auch ich. Und wir freuen uns, wenn wir euch damit eine Freude machen können. So, ich wollte dich mal was fragen. Ob ich mal alleine mit dir ein Foto machen darf? Meine Freunde außer Maxi oder Lou wird es mir glauben, aber meine anderen Freunde nicht. Die würden es mir nicht glauben, dass ich dich gesehen habe. Und ich würde das Bild vergöttern, aber das Dumme ist auch, dass ich nie zu den Streams kommen kann, weil ich da schon schlafen muss oder Hausies, also Hausaufgaben machen muss. Und ich war beim Golden Hills Championat dabei. Und du hast in den Chat Hi geschrieben und ich und Lou sind voll ausgerastet, weil wir dich noch nie gesehen haben. Ich hoffe, es könnte klappen. Wenn nicht, wäre ich traurig, aber das ist auch nicht so schlimm, weil du darfst ja, ja oder nein sagen. Und mein Traum wäre halt mit meiner allerbesten YouTuberin ein Foto zu machen. Ja. Erstmal noch die Grüße. Und zwar gehen die Grüße an Moas beste Freundin, an die Lou oder eben auch Maxi. Und an den Club von der Moa. Und an Hanni, Nanni, Fabi und mich. Dankeschön. I love Kadi, Fabi, Hanni, Nanni. Oh, liebe Grüße, Sina. Vielen lieben Dank und liebe Grüße an dich zurück, Sina. Prinzipiell ist es zwar kein Problem, ein Bild zu machen. Das Problem ist aber, dass ich das dann, wenn ich mit dir ein einzelnes Bild mache, dass ich das dann jedem anbieten müsste, außerhalb vom Stream Bilder zu machen. Wenn man mich so trifft und ich ab und an bin ich wirklich so krass in Eile, dass ich jetzt zum Beispiel gestern, wo ich noch versucht habe, irgendwie Dreamfeather auf Level 15 zu bekommen, meistens klappt es aber trotzdem, aber das sind dann keine geplanten Treffen. Mit den geplanten Treffen ist es so eine Sache, ich würde es gerne machen, aber ich müsste es dann halt 60.000 Leuten ermöglichen und da kommt dann der logistische und zeittechnische Aufwand, das, was ich einfach nicht hinbekomme. Aber vielleicht klappt das ja mal irgendwie, wenn du mir mal so über den Weg reitest. Ich bin momentan wieder häufiger auch nachmittags mal online. Dann kannst du gerne ein Bild machen, das ist dann überhaupt gar kein Thema. Vielleicht sind die Streams auch irgendwann mal wieder früher. Ich habe ihn momentan auf 19 bis 20 Uhr gelegt. Aus dem Grund, weil... Ach, das ist so süß, wie der Mustang immer in die Kamera guckt. Eben aus dem Grunde... dass die Server meistens früher schlapp machen. Ich hoffe aber, dass das mal wieder anders ist und ich den Streamer wieder noch ein bisschen nach vorne verlegen kann. Vielleicht klappt es ja dann mal. Oder vielleicht klappt es auch mal, wenn ich mal ein Stahlgeflüster ankündige. Das kann auch sein, dass das dann mal klappt. Ich weiß nicht, vielleicht hast du ja Instagram. Momentan kündige ich es meistens auf Instagram an, weil wir da viel mehr Leute erreichen als über Facebook. Da klappt bestimmt mal irgendwas.
Also wie gesagt, ein Treffen ausmachen für ein Einzelfoto kann ich leider nicht aus Fairness den anderen gegenüber. Aber ansonsten, es gibt ja auch noch andere Möglichkeiten. Und ich, also wie gesagt, ich kann kein Einzeltreffen zusagen, aber das klappt bestimmt mal noch irgendwie mit einem Einzelfoto. Dann können wir das auch mal machen. Oh, mir tut das immer so leid, wenn ich euch dann nicht direkt sagen kann, ja, machen wir. Aber es ist halt einfach, sind so viele. Das kann ich zeitlich einfach nicht schaffen. Stellt euch vor, ich würde das mit 60.000 Leuten, würde ich ein Einzelfoto versuchen. Dann sind meistens mehr da. Dann haben wir wieder das übliche ineinander geknubbelt. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig. So, der nächste Brief kommt von... Stopp. Erstmal natürlich noch... Ich randaliere, sorry. Jetzt habe ich mein Mikro gehauen. Natürlich erstmal noch ein Herzchen auch für die Sina und ein Dankeschön für deinen lieben Brief. Weiter geht es jetzt mit der Fiona Westbeer. Fiona schreibt, das ist mein zweiter Brief an dich. Es ist wieder mitten in der Nacht, aber vielleicht hast du vom neuen Speedbug gehört. Ich sehe jeden Tag Leute, die damit rumlaufen. Erst gestern ist mir so jemand begegnet. Ich finde es unfair, damit Rennen zu machen. Wenn man ihn zum Fun macht, ist es ja nicht so schlimm, aber immer noch verboten. Ich wollte dich fragen, was du davon hältst, also vom neuen Speedbug. PS, ich bin von Leuten, die den benutzen, enttäuscht. Kannst du bitte die Pixel Roses grüßen? Meine SSO-Familie... Natürlich, liebe Grüße an die Pixel Roses und liebe Grüße auch an die Luna Crazy Girl. Liebe Grüße Fiona Westbear aka Fio. Ich glaube mittlerweile ist der Speedbug wohl behoben, aber da triffst du bei mir einen Nerv, weil ich sehe das ganz genauso wie du, ich habe dafür überhaupt kein Verständnis, weil ich finde, wenn man damit ein Rennen macht, auch die Level-Rennen, damit macht man ja Highscores und wer am Ende der Woche oder des Monats oben steht, bekommt ja Belohnungen. Und ich finde, auch da geht es schon zu weit. Wie du auch schon sagst, es ist, wenn man den aus Blödsinn macht und einfach damit rumeiert, dann ist es verboten, aber es stört keinen, es schadet niemandem. Aber ich finde, ab dem Punkt, wo man damit schon die normalen Rennen macht, und man damit Highscores knackt. Ab dem Punkt reagiere ich da sehr, sehr allergisch drauf. Und ich habe ja auch jemanden gemeldet gehabt, der den beim Golden Hills Championat benutzt hat, wo ich gerade ausgerechnet in dem Augenblick just Wins and Fails aufgenommen habe. Habe dann auch direkt mal ein Video noch mitgeschickt als Beweis an den Support. Und da habe ich dann auch eben die Rückmeldung bekommen, dass die Spielerin gebannt wurde für ein paar Tage, Wochen. Ich glaube, es waren 2 Wochen tatsächlich, die sie gebannt wurde. In der Hoffnung, dass sie daraus gelernt hat. Ich persönlich bin absolut dagegen. Wie gesagt, wenn man den einfach nur so zum Blödsinn macht, whatever. Das ist ja dann überhaupt nicht schlimm. Aber ab dem Punkt, wo es in Platzierungen reingeht, macht man das einfach nicht. Das ist unfair, unsportlich, unkollegial und gehört sich einfach nicht. Also wie gesagt, also das sehe ich hundertprozentig ganz genauso wie du, Fio. Wenn ich die Fio nennen darf. Also das ist wirklich... Ich bin schon happy. Sie hatten, glaube ich, vor zwei Wochen hatten sie den Post gemacht, dass sie den Bug behoben haben. Da sind ja dann die Highscores zurückgesetzt worden. So. Nächster Brief von der Jana Longgarden. Ja, Lana Longgarden wollte ich jetzt sagen. Von der Jana Longgarden. Sie schreibt, oh mein Gott, Dina, ich schreibe dir. Ich liebe deine Videos so sehr. Da hinten versucht jemand auf die Statue drauf zu kommen. Das sah gerade lustig aus. Du bist die allerbeste YouTuberin. Weiter so. Ah, Dankeschön. Wie auch immer mir nochmal dieses Herz gebastelt hatte. Ich vergesse es immer wieder. Das war auf jeden Fall eine super Idee. Und die Grüße gehen an die Queen Protectors. Das ist ein cooler Clubname. An die Juliet Bison, an die Virginie Eastgarden und an mich. Dankeschön und liebe Grüße an dich zurück, Jana. Oh, I love you, Cuddy. Ich erzähle euch, ich werde schon wieder ganz rot hier. Oh. Eine Frage. Kennst du mich noch aus vor Pinter? Du hast mir einen Brief gesendet. Ich kenne dich auf jeden Fall, weil ich dich auch zigmal schon in Championaten gesehen habe. Du auch, wenn ich mich richtig erinnere, schon ganz oft bei Levelstreams dabei warst. Dein Name ist mir auf jeden Fall ein Begriff, weil da stolpere ich regelmäßig drüber.
Das ist also Jana Longan. Es gibt so ein paar Namen, die ich einfach so oft gelesen habe. Ich habe ja ein Problem mit Namen, um mir die zu merken. Aber es gibt so ein paar Namen, die haben sie so in meinen Kopf eingebrannt, dass ich die einfach nicht mehr vergesse. Und da gehört der auf jeden Fall zu. Das ist mein erster Brief, weil der Postfach immer voll war. Liebe Grüße, Jana. Yay, du bist durchgekommen. Übrigens. So. Auch vielen Dank dir. Ich sehe gerade, da kommt noch ein zweiter. Dann habe ich darauf die Antwort schon geschickt. Dann antworte ich den jetzt gleich noch. Wenn ihr euch wundert, warum ich schon mal nach rechts rüber schiede. Ich glaube, ich habe jetzt das Problem gefunden, warum ich mit OBS Studio immer wieder Probleme hatte. Und jetzt läuft es endlich wieder durch. Yeah. Hooray, ich bin happy. So, Jana schreibt, also, hab was vergessen. Knuddel alle ganz doll von mir. Fabiani, Nani, dich selber, Romero. Ja, Romero ist ja jetzt leider nicht mehr. Es ist mittlerweile, es sind so die letzten Briefe aus der Romero-Zeit. Ich habe letzte Woche mal das Ganze überflogen. Ich knuddle einfach mal die Quitte. Und die anderen werden durchgeknuddelt. Und warte. Oder so ähnlich. Fühl dich auch mal geknuddelt. Ein Cyberhack. Ich schicke jetzt ein Cyberhack gedanklich an dich. Irgendwas piept hier gerade. Ich glaube, das ist mein Ohr. Das ist mein Kopf. Mein Kopf piept. Ah! So. Ich habe gar nicht geguckt, wann ich angefangen habe aufzunehmen. Yay. Deswegen habe ich keine Uhrzeit hier stehen. Warte mal, ich mache jetzt mal noch. Zack. Zack. So, ich mache jetzt mal noch die Stoppuhr an. So. Ich glaube, ich nehme jetzt so 7 Minuten auf. 7 Minuten, 8 Minuten, so um den Dreh. Vielleicht auch schon länger. Astrid Kettberg schreibt, oh mein Gott, hey, das ist mein erster Brief an dich. I love you. Ah, Astrid ist durchgekommen. Das ist immer, oh, ihr seid immer voll süß. Und ich freue mich auch mal, wenn ihr durchkommt. Weil ich weiß, dass viele das immer probieren und mich immer wieder fragen, wann machst du denn die nächste Postfolge? Ich komme einfach nicht durch. Und manchmal ist es besser, ihr schreibt so einen kurzen Brief wie die Astrid, weil dann braucht ihr nicht so lange zum Tippen und dann kommt ihr schneller durch. Anja Potato Lord. Ah, schön wieder mit Datum. Die Anja schreibt, hat geschrieben, am 26. Oktober, ja jetzt seht ihr, wie lange es schon her ist, also ich bin jetzt einen Monat im Verzug. Hey Kadi, ich habe dir schon mal einen Brief geschrieben. Da erinnere ich mich auch dran, wegen diesem genialen Nachnamen, der kommt nicht so oft vor. Als ich ihn abgeschickt hatte, sind mir natürlich wieder Fragen eingefallen. Typisch ich. Jetzt weiß ich sie aber auch nicht mehr. Könntest du trotzdem vielleicht ein paar grüßen? Das kann ich natürlich machen. Das ist doch gar kein Problem. Sollten sie dir wieder einfallen, dann hau raus. Und Grüße gehen an Madeleine Pinkhaven, die allerbeste Freundin von der Anja. Schreibt, hab dich ganz doll lieb. Außerdem liebe Grüße an die Bronzewinners, an die Alicia Sweetfall. Manche wollen es ja mit einem Sch und manche wollen es mit einem S ausgesprochen haben. Auch noch liebe Grüße an die Cara Fischstar, die geilste Sau. Die Goldhüfchen, ah, die freuen sich. Dich, Fabi, Hani und Nani, Romero, Mandy, Alicia, Snowdaughter. Das kann ich sogar noch ausrichten. Weißt du, warte mal. Wisst ihr, was ich jetzt mache? Ich zücke jetzt mein Handy. Mache ein Bild davon. Und schick das jetzt in der Sekunde an die Mandy. Damit kommt der Gruß auf jeden Fall an. So. Ja gut, wie gesagt, Romero ist ja schon passé. Das war, wie gesagt, sind gerade die letzten Briefe. Aber den Rest richte ich gerne aus. Und auch liebe Grüße an dich zurück, liebe Anja. Hab dich ganz doll lieb. Ja, bis bald. Julia war der Name. Okay, Julia, Anja, Kartoffel, Potato. Potato, Potato, na. Jetzt bin ich mir genug bekloppt gewesen für heute.
da ich jetzt nicht weiß, wie gesagt, wie lange ich schon aufnehme, mache ich einfach noch einen Brief. Und den anderen machen wir dann nächste Woche weiter. Und zwar kommt der letzte Brief für heute von der Lila Diamond Forest. Sie schreibt: Hey Cuddy, ich wollte nur mal sagen, wie lieb ich dich hab und wie toll du bist. Mach weiter so und bleib wie du bist. Hab dich lieb. Oh, das ist immer voll süß. Vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß halt so oft gar nicht so richtig, was ich darauf sagen soll, weil ich mich einfach so geschmeichelt fühle. Und ich bin tatsächlich, es klingt blöd, aber ich bin so viele liebe Worte nicht gewöhnt, weil ich eigentlich immer so die Außenseiterstellung hatte. Und das macht mich dann immer total verlegen. Oh. Vielen lieben Dank dir, Laila. Warte, warte, warte. Eine geht noch. Lalalai, 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 lalalai. Okay. Simon and Garfunkel. Wie hieß das Lied nochmal? Hieß das auch irgendwie so? Ich weiß es nicht mehr. Okay, ihr Lieben, ich würde sagen, ich blende jetzt das Bild ein vom letzten Leveln am Sonntag. Endlich wieder ein Livestream. Nach 3 Wochen der erste funktionierende Livestream in SSO, wo wir nicht nur umhergeritten sind, sondern ich das Ganze auch wieder live übertragen konnte. Das große Mustang-Leveln mit dem Schlussbild in der Dressurhalle. Und ja, ein paar Pferde haben den Kopf unten. Die Mustangs grasen ja eben auch, wenn man drauf sitzt. Deswegen ist es gar nicht so einfach, da ein schönes Bild mit denen hinzubekommen, weil die wirklich sehr verfressen sind. Und ja, dann würde ich auch sagen, was ist mit der Postfolge für heute? Wir hören uns dann nachher nochmal in den News und sehr wahrscheinlich dann auch in einem kleinen Übersichtsvideo schon mal ein erster Einblick in die neuen Heimatstelle. Ich bin gespannt, wann die Server wieder da sind und wie sie dann laufen. Ich hoffe, stabiler als letzte Woche, wo die Mustangs kamen. Danke fürs Zuschauen, danke für die Briefe und bis nachher. Tschüss!